mal eben kurz gucken. Wie lange ist es noch Luft? Gar nicht mehr. Wir sind jetzt erstmal bis drei raus. Ja, natürlich, mache ich gern. Also, herzlich willkommen bei 98.5 bei dem Bochum im A-Studio, in unserem Sendestudio. Von hier aus hören Sie tagtäglich die Sendung hier aus Bochum. Wir haben jetzt gerade eben den Treff nach 9 zu Ende gebracht, hier Linda Diekmann. Wir übernehmen jetzt im Moment, weil wir halt keine 24 Stunden Nonstop-Radio machen. Da war unser Umzugsradio die vier Tage eine absolute Ausnahme. Wir übernehmen jetzt das Signal von unserem Rahmenprogrammanbieter, Radio NRW heißt der. Das ist ein sogenannter No-Name-Radiosender. Soll heißen, wir sind quasi mit dem verwoben. Aber die Sendezeit jetzt bis 15 Uhr kommt von Radio NRW, wird über einen Satelliten eingefangen und geht hier dann über das Mischpult. Hier in Bochum auch. Dem einen oder anderen ist das sicherlich auch schon mal aufgefallen, wenn Sie nach Essen gefahren sind und Sie haben dann auf Radio Essen geschaltet und es ist genau das Gleiche gelaufen. Und dann fahren Sie weiter Richtung Gelsenkirchen und Sie hören Emscher Lippe und da läuft genau das Gleiche. Das ist eben dieses Sendungsprinzip. Wir gehören alle zu diesem Verbund und innerhalb dieses Verbundes gibt es halt diesen Warnprogrammanbieter, der dann eben genau diese Zeit zwischen den lokalen Stunden füllt. Wie ich finde, fällt es nicht weiter auf. Wir arbeiten da sehr eng miteinander. Es findet auch ein tagtäglicher Austausch statt. Die bekommen von uns, wenn sie was aus Bochum haben wollen, dann das entsprechende Material. Wir bekommen von denen dafür im Gegenzug die Sachen aus Nordrhein-Westfalen, Deutschland und der Welt. Also von denen kommen dann halt die Korrespondentenberichte, weil wir uns natürlich als Bochumer Sender schlecht erlauben können, einen Mitarbeiter nach Singapur zu schicken, um da über irgendeine Konferenz zu berichten, zum Beispiel. Was Sie hier sehen, das ist das Fahrstudio, das ist ein sogenanntes Selbstfahrerstudio, das heißt, wir als Moderatoren fahren uns selbst. Das ist jetzt eine merkwürdige Formulierung, was heißt das? Das heißt, dass ich zum einen rede, zum anderen aber auch die komplette Technik mache. Ich schalte mal einmal kurz das Studio um. Ich kann also... unseren Tag der offenen Tür senden. Es läuft. Ich mache es selber. Also alles, was an Musiktippen kommt, fahre ich selber. Das heißt, ich habe selber Einfluss darauf. Was natürlich einen großen Vorteil hat, ich weiß, wann ich zu Ende gesprochen habe. Es gibt auch sogenannte Techniker, die das machen, das ist eine andere Variante. Die müssen ein Signal bekommen und dadurch klingt das ein bisschen zäher. Also in so einem Selbstfahrerstudio kann ich das Ganze ein bisschen dynamischer gestalten. Ich weiß, wann ich aufhöre zu reden und drücke sofort den Knopf. Wenn ich einen Techniker habe, muss ich ihm erst ein Zeichen geben und ich habe eine halbe Sekunde bis eine Sekunde Verzögerung. Ich erreiche durch diese Selbstfahrertechnik eine sogenannte wesentlich mehr Dynamik. Klingt einfach besser, kursiv, flüssiger. Dass Sie das Gefühl haben, so, das kommt alles aus einem Guss. Also das Ding ist jetzt zu Ende. Ich kann direkt den nächsten Titel reinsetzen. Ich kann das auch alles miteinander vermischen. Ja, an dieser Stelle ist das unterteilt. Auf dieser Seite und auf diesem Mischpult liegt der sogenannte Sendecomputer. Da sind die Titel drin. Da sind die Verpackungselemente drin. Da sind das, was Sie gerade gehört haben, Tag der offenen Tür, solche Sachen sind da drin. Da sind aber auch Beiträge drin, die wir dann spielen. Da sind die einzelnen O-Töne drin. Also ich habe hier das komplette System, wo wir einmal kurz gucken. Wenn ich es komplett reinsetze, 41.475 Sendeelemente drin. Auf die ich komplett Zugriff habe, die ich halt hier über eine Suchmaske jederzeit rausholen kann und vor allen Dingen ganz einfach aus diesem System in die Sendeliste reinziehen kann, so dass ich ganz schnell arbeiten kann. Auf diesem Mischpult liegt alles, was in irgendeiner Art und Weise gesprochen wird. Also da sind die News-Mikrofone drauf, da ist mein eigenes Moderatoren-Mikrofon drauf. Da habe ich aber auch genauso die Möglichkeit über diesen Rechner
beziehungsweise in Wirklichkeit verbergen sich da vier Rechner hinter, Töne noch nachzuschneiden. Da ist ein kompletter Schnittplatz drauf. Da habe ich von 6 bis 9, dann nochmal von 15 bis 18 hier aus Bochum. Und dann machen wir noch von 18 bis 21 Ruhrgebiets Drive Time. Diese Ruhrgebiets Drive Time, das ist ein Verbund verschiedener Ruhrgebietssender. Wir wechseln uns als Sendestudio ab. In der letzten Woche war das Sendestudio in Herne, hat aber uns genauso mitversorgt wie Radio Essen, wie Radio Entschalippe, wie Mülheim, Oberhausen, die sind alle angeschlossen. In der nächsten Woche ist dieses Studio dann in Essen für eine Woche und in der darauffolgenden Woche ist die Redaktion wieder hier bei uns am Bochum. Das heißt, wir erreichen im Grunde genommen auch durch diesen Redaktionswechsel das, was das Ruhrgebiet ausmacht. Also wir haben halt dann immer zu jeder Stadt innerhalb dieses Ruhrgebiets dann entsprechend auch Kontakt, sodass wir da vernünftig uns auch austauschen werden. Die Ruhrgebiets Drive Time hat eine eigene Redaktion, die für sich auch selber arbeitet. Und mit der wir dann auch tagtäglich einen Austausch haben. Also die bekommen natürlich dann auch im Grunde genommen im kleinen Sinne wie Radio NRW auch diese ganzen Sachen dann entsprechend zugeschickt von uns, wenn sie Interesse an dem Bochumer-Thema haben. War in letzter Zeit öfter mal, wenn es im Bochum liegt. Ja, war natürlich das Interesse auch aller anderen Sender hier im Ruhrgebiet sehr groß, sodass wir dann quasi die Versorgung auch für die mitgenommen haben. Wie viele Redakteure bearbeiten eigentlich die Regionalseite? Was sehr voll ist. Im Grunde genommen alle. Also wir haben sicherlich ein Kernteam. Das sind zwei, drei Leute, die koordinieren das. Aber letztendlich aufgrund der Fülle einer solchen Regionalwahl und der Fülle der Themen ist dieses Kernteam dann aber auch nochmal dafür zuständig, das innerhalb des Gesamtteams weiter zu verteilen. Das heißt, Sie müssen sich das so vorstellen, dass wir also den großen Team in dem Bereich haben, dann gibt es quasi so eine Art Vorgesetzten, der sagt,